Hallihallo, Kirmesfreunde. Ja, neuer Platz, also für mich ein komplett neuer Platz. Und ja, ich gebe euch mal einen Tipp, wo wir denn sind das Wochenende. Also, mein Auto ist da. Ich stehe unter der Brücke. Und wir haben Rhein. Düsseldorf, Rheinkirmes. Hier, 3 Tage bin ich insgesamt hier oben. Also, ich bin gestern schon angereist. Hab dann den ganzen Papierkram hier erledigt und. Ja, und jetzt kann es von mir aus gleich losgehen. Ja, 2 Stunden. Hier ist ein Mitarbeiterprobefahrt. Happy Sailor. Ja, und hier das Police Department. Ich glaube, das ist das Größte, was es irgendwie in Europa gibt. Ich kenne noch nichts Größeres hier. Scheinen auch, also haben ja wirklich bis zur allerletzten Minute gearbeitet. Und scheinen jetzt echt, bis auf die letzten Dekos fertig zu sein. Also, das ist ja just in time, würde ich mal sagen. Ja? Ne? Ich weiß ja nicht, was da zu machen ist, aber die mussten schon 3-4 Handschliffe machen, dass sie fertig wurden hier, ja. Wir haben ja auch bis Sonntagabend noch in Hannover gespielt und das ist nun mal kein KMG-Geschäft, was mal eben in einer Stunde zusammengeklappt ist, ne? Da ist ein bisschen mehr hinter, was da an Manpower gefordert ist zum Umsetzen. Ja, hier hinter mir, Look 360, die Neuheit, die jetzt hier gleich Premiere feiern wird, oder heute hier Premiere feiert, wie gesagt, Weltneuheit, absolutely, und es wird auch am Computer irgendwelches Einstellungen wahrscheinlich vorgenommen, es wird alles geputzt, es wird gewienert, die Scheiben sind ein bisschen blitzblank sein. Natürlich bei dem Wetter schwierig, Luxus vom Feinsten. Mal alles zeigen hier. Ja? Alles da, was das Herz begehrt. Und 2 freundliche Damen dazu. Jo, 13.50 Uhr. Gleich geht das rund. Ja, ich begebe mich jetzt in meine Position. Ich habe ja schließlich eine Mission. Und ich hoffe, da fährt noch keiner. Nein, da fährt noch keiner. Gut, ich habe hier die Mission. Goslar die erste Fahrt, Düsseldorf die erste. Da bleibe ich dran. Und da muss den Propeller mal ein bisschen trocken pusten. Und ansonsten habe ich schon das Wichtigste erledigt. Ganz, ganz viel gequatscht im Vorfeld. Brauche ich das nachher beim Rundgang nicht mehr machen. Beziehungsweise spare vielleicht so ein bisschen was ein. Ja? So, in dem Sinne, los geht's und viel Spaß in Düsseldorf mit mir. Aber wieder, die 3, die ist sehr eng, ja. Kann ich schlecht atmen. Aber ja, Hauptsache los. Erste Runde Gossem. Erste Runde in Düsseldorf. Jetzt kommt der Dore-Schaukler, den mag ich ja immer nicht.
werden noch unangenehmer. Jetzt geht's über Kopf. Starten wir jetzt mal hier unseren Rundgang und zwar hier, wo das Leben tobt, im Dreieck, an der Ecke, was anderswo einen ganzen Platz füllen würde. Wir haben hier nämlich auch den kleinen Platz, den Breakdance von Rush. Dann haben wir hier Golden Great Scooter, den königlicher Wellenflug und wir haben die Wilde Maus XXL hier stehen. Also das ist ja... Das in einer Ecke nur, ja? Und natürlich auch hier die Tiki Bar. Ja, das große große Erfrischungswetter haben wir noch nicht. Aber ich hoffe, das kommt noch. Und wie gesagt, gefahren wird jetzt noch nicht so viel. Wir wollen erstmal so ein bisschen rumgucken und die Onrides machen wir dann nachher noch mal später. Die schneiden wir euch dann rein. Nur wie gesagt, die Eröffnungsfahrt Airborne, das musste erstmal sein, ja? Ja, ich würde sagen, geradeaus und wir sehen weiter. Eine Ecke weiter, Stimmung, es geht an hier. Ist noch keiner da, aber die DJ ist schon aktiv hier im Tiroler Dorf. Was kann das denn sein? Vom Tirol ist es nicht weit zum Rio Grande hier am Rio Rapidos. Liebe hier am Rio Rapidos, I salute you, I sent you resting. Aber jetzt sehr wenig. Ja, dann haben wir hier Nüsse aus aller Welt. Und dann haben wir hier, jetzt machen wir Polizei aus Düsseldorf. Und dahinter Slush Ice Cream, ja, alles kalte. Also glaube ich momentan auch nicht so der Renner bei dem Wetter, kommt aber noch die Tage. Aber ja, schaut es euch trotzdem an. Digitales Fotoschießen, ja, und wäre das, was wir bisher gesehen haben, nicht schon genug an Highlights? Kommt hier. Rechts. Sky Control, Airwolf. So, alles klar, dann kommen wir mal in die Kontakte, Schätzelein. Jetzt wird Karussell gefahren hier, Attacke, Achtung. Attention! Ab hier die ganze Maschine, einfach ein geiles Teil, ja, das ist doch, kannst du sagen, was du willst. So, wer ein bisschen hungrig wird, jetzt geht's los, jetzt essen wir jetzt mal was. In der Bratwurstmanufaktur. Und gegenüber haben wir dann hier, oh Mann, das kann man sehr schlecht erkennen, Fischhaus Lichte. Ja.
Mit allerlei frischem Fisch. Ja, Mini Rally. Auch schon mal gesehen, oder? Alle vier. Und daneben mit dem großen TZ die Brezel-Leckerei von Wimmer. So, daneben das Kamelrennen. Oder das Jammerkaffee. Action House, ja, kleines Laufhaus oder kleines Funhaus, überwiegend für Kinder. Und gestern im Live, lange gesucht, nicht gefunden. Jetzt das zweite. Reibekuchen Röscher. Es gibt natürlich auch Reibekuchen hier in Düsseldorf. Und von Kropp, die Wiener Mandeln, ja, schöner Zuckerwagen. Wir suchen uns noch Details raus, ansonsten sprechen wir heute einfach alles an, was wir sehen. Weil Düsseldorf ist einfach so groß, da kann ich euch nicht jeden Laden einzeln im Detail zeigen. Ja, das geht einfach nicht. Übrigens von Shark, Just for Fun, Hawaii Swing. So, und dann haben wir hier nochmal die Alpenwelt. Hier werden aber die letzten Schilder aufgehängt. Ja. So, dann haben wir ja ganz viel Süßes, ganz viel Schokolade. Eisenkuchen und Eklatalin-Schokolade. Weil neben dem Hawaii Swing gibt es natürlich dann auch die Hawaii-Früchte. So, den Braukessel und Fisch- und Wurst-Spezialitäten. Alles aus einer Hand hier. Eine süße Welt. Schokofrüchte, gebrannte Nüsse oder nehmen holländische Pommes, Corn Dogs. Ja, holländische Pommes und Corn Dogs. Daneben dann haben wir hier noch einen kleinen Kinderschräg-Karussell, Kinderschrägflieger. Wie heißt es richtig? Also der Name ist Kinderwellenflug, aber sonst kommen wieder Beschwerden eines Einzelnen, dass es ja kein Wellenflieger ist, ja. So, ja, genau. Ohio Snack, ja. Daneben Viva Cuba. So, wenn ihr jetzt steht und sagt, Mensch, das ist ja ein ganz schön großes Geschäft. Jetzt muss ich mal ganz weit weggehen, weil ich weiß gar nicht, wie viele Frontmeter ich euch jetzt hier am Stück einmal zeigen darf. Ihr habt es ja wahrscheinlich hinter mir schon gesehen. Ja, von Bruch die Alpina Bahn. Das ist einfach eine mega geile Achterbahn. Ja, das ist so, da sagst du einfach nichts gegen. Ja, eine schöne Runde Alpina Bahn. Fährt für 7 Euro. Ich persönlich, ja, ihr steinigt mich jetzt. Ich finde es viel zu günstig, aber gut, die Kalkulation scheint zu stimmen. Ne? Also. Gut, ihr wisst doch, wenn ich Bahn fahre, dann Achterbahn. So,
Jo. Das war, also fährt sich nicht mehr ganz so weich, aber ist noch kein Neubau, aber immer noch geil. Einfach einsteigen, fahren, Spaß haben. Sagt eine Bahn, solange die auf der Reise ist, muss man die auch fahren. Ja, das ist geht gar nichts drüber weg. Ja, da kann man nicht dran vorbeigehen. So, Kamelrennen hatten wir zwar eben schon, machen wir das nächste nochmal hier. So, und direkt daneben das Schlösserzelt. Zeigen wir euch auch mal kurz rein hier. Und gegenüber der Crazy Clown. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen dieses Jahr. So, hier können auch Eltern mitfahren. Gut, dass ich Eltern bin, ne? So, Cheesebox, ne? Alles Käse, aber lecker, würde ich sagen. Und die Creperie. Das ist der Treffpunkt der Feinschmecker, übrigens Feinschmecker. Schmalhaus Eiskonditorei. Mega, mega schöne Bemalung. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, es riecht aber gerade gut hier, das bin nicht ich, das ist der Dennis. Sieht schon lecker aus, ja? Top Gun gegenüber, ja, mein Schießwagen. Und natürlich Flammen langsam am ganzen großen Jahr. Bisschen Schmuck hätten wir auch noch da. Und Entenangeln von Schmidt hier. Übrigens, ganz kurz zeige ich euch mal. Gab da wohl in letzter Zeit schon öfter Probleme, dass da Brot ins Wasser geschmissen wurde. Deswegen. So, dann weiter Küstengrill. Und übrigens, wenn man jetzt zwei im Abwasch, weil wo eine Küste ist, ist auch ein Leuchtturm. Und da gibt es immer was zu trinken. Bayern-Power. Aber das schwingt ja ganz schön hin und her. Wir haben ja die Küste in der Küste, wir sind in den Alpen, wir sind in Bayern. Puh, das ist ja. Na, aber übrigens auch Langosch haben wir nochmal. Und dahinter habt ihr schon gesehen, ja, jetzt wird's ein bisschen stressig für mich. Wir machen aber den Bayern-Tower hier. So. Und gegenüber von Osselmann den Diamond Scooter. So viel wollen wir da nicht verraten, weil dahinter gibt es noch mehr zu entdecken. Ja, jetzt wird es gerade mal ein bisschen lauter hier. Shake and Roll haben wir hier. So, dann haben wir der Slush-Eisladen. Und daneben der Bonbon-Laden. Könnten vielleicht zusammengehören. So, dann, ja, wer in seiner Bubble lebt, der kann das hier auch gerne ausleben. Das ist jetzt nichts für mich unbedingt, weil ich komme da nicht wieder rein und raus. So, Müller-Brüge bietet ja Bratwurst und Backfisch.
jetzt machst du das so, mal. Jetzt komm, Martina, ist dann auch wieder dabei. Wenn du da mal willst, musst du helfen. Und dann kommt du mal mit uns. Also, und dann ist es ja und dann haben wir hier Hongkong Großverlosung. Dann haben wir 1000 Punkte diesen Papa oder so ähnlich. Ja, na, Schinken gibt es hier. Anna. Jetzt habe ich so viele schöne Sachen und eigentlich hat sie gesagt, aber ich will sie da irgendwie. Und wir bleiben aber auf der rechten Seite. Da schaukeln schon die Handys hin und her. Ja, weil Nessie steht hier. So, ist auch gerade dann, wollen wir mal schon essen. So, und weil wir hier, wenn wir da links nicht vergessen, haben wir ja Müllers süße Ecke. So, das ist eine ganz schöne Ecke hier. Boom, Kiss, yeah, cool. So, das Toy Wheel, kleines Riesenrad. Und Mr. Twister. Ja, Mr. Twister steht gegenüber von Pizza Andrea. Mit allen Bahnhöfen gibt es Schlangen. Oder Schlangen. So, der zweite Scooter für Kinder extra hier. Ja, Crazy Time. Und die internationale Konfiserie von Fackler aus Essen. Tums Biergarten steht direkt daneben. Ne, dann natürlich haben wir auch Tums Wurstbraterei. Ja, als hätten wir nicht schon genug Highlights hier auf dem Platz, geht's weiter mit dem Flipper. Ja, daneben ist auch Toiletten, also durch Toiletten muss man hier nicht suchen. Und so halb hoch hinaus geht es für die Kleinen hier mit der Ballonfahrt. Und Kloisers fruchtige Köstlichkeiten. Banane, Exoten, Erdbeere, Kiwi. Ich wusste gar nicht, dass Exoten eine eigene Frucht sind. Ja, guck mal rein, wa? Das sieht so gut aus. Da müssen wir noch mehr mal einen Rundflug durch die Auslage machen. Darf ich mal? Und wer jetzt noch keinen Appetit hat, der ist selber schuld. Ne, das ist also. Also ich musste schnell vorbei, weil bei mir wurde es schon eng. Übrigens auch ein Klassiker in der Region. Die Backfischrutsche. Jetzt so? Den Anfang. Hey, Bogenschießen. Ja, Bogenschießen. Und daneben haben wir hier die Blumenverlosung. Ja, dann haben wir hier Gagliardi Mandeln. Da steht zwar von Hand gebrannt, aber es sind überall Maschinen drin. Okay, ja. Okay, sei es wie es will. Dann den Kettenmeister.
auch schon dreimal gesehen dieses Jahr, ne? Und dann nehmen wir einen kleinen Ausschank mit dem bekannten Flamingo-Schnaps. So, dann Finca-Schuss. Wenn wir weiter hochgehen, will ich nicht ganz unterschlagen, kurz angeschnitten hier, steht hier auch das ledierte Chaos-Pendel. Ja, ne, gut, dann haben wir hier das Abenteuer-Entenangeln. Sind wir da? Sind wir da? Dann haben wir Baumstriezel hier noch dabei. In Rambach. Und dann haben wir hier noch eiskalt nochmal jede Menge Slush im Angebot. Ja, dafür ist momentan noch zu kalt, aber die Zeit kommt auf jeden Fall noch während der Spielzeit. Wissen Sie es mal, Madame Medusa. Ganz kurz, ich war ja letztens bei der Hellseherin, hab geklopft, da fragt die, wer ist da? Dann bin ich wieder gegangen. Meuters Wurstbraterei. Und dann ist der Akku bald wieder auf. Und Schalede Schokolade. Jede Menge Schokolade. Heute, wenn ich das alles mache, dann kann ich nichts mehr fahren. Heute, wenn ich das nicht mehr reinpasse, kann ich nicht mal mehr einen Autoscooter. Ja, einmal zu Gabern. Und einmal von Bosle Ballshop. Mit Bällen auf Dosen werfen. So, dann in Hannover schon gesehen, diese schönen Schlüsselanhänger, die es immer so gibt. Und die Geistervilla steht hier auch hier oben auf Eike. Aus Holland angereist. Und dann ganz neu, ganz exklusiv hier Premiere, Weltpremiere dieser Geschäftszug überhaupt. Ein nagelneuer Turm oder Aussichtsturm. Bei Fallschirme haben wir ja, wir sind am Meer. Aber ein Aussichtsturm, ja. Look 360 Panorama. Ich glaube schon, dass viele meiner allerhöchsten Lebenszeit sein werden. Ich schaffte wie besessen und ich träumte schon von Heimat. Meine Liebe, das Gewicht. Okay, fährt hier für 8 Euro einmal hoch. Ja. Machen wir vielleicht noch, muss ich mal sehen. Jetzt will ich einmal meinen Rundgang machen. So, dann haben wir hier eine große Wildwasserbahn. Ja, aber welche ist denn das? Macht man die durch Spuren? Hey, wer grinst denn da so frech? Du, was? Wenn es Bärbebier. Gehen wir grüßlich immer weiter die Canyons raus und ernähren uns dort nur vom Blau oder Fleischbären. Wow, von blauen Bären haben wir den Sorgen. Klingt aber auch gut. Ja, Ringwerfen haben wir auch noch hier gleich auf der Ecke stehen und dann gehen wir auch gleich mal weiter. Komm näher! Wir gehen zum Abenteuer bei der Wildwasserbahn. Unser Reservoir trifft die Preise auf unsere Best Friend. So, gut, weiter geht's dann hier. Das ist einfach nur Wildwasser. Okay. Wildwasser für 6 Euro finde ich jetzt völlig in Ordnung. So, gucken wir hier oben nochmal und dann mache ich nochmal einen kurzen Schnitt. Dann haben wir hier die Pizza Napoli. Achso, kleines Kinderkarussell haben wir auch noch hier. Dann Crepe. Und von Höfling und Söhne aus Bergheim. Toilettenwagen.
Und das nutzen wir jetzt mal aus. Okay, war jetzt eine Toilette, nichts Besonderes. Nicht so ein Luxus-Urinal oder Luxus-Bedürfnistempel wie am Anfang, aber nichtsdestotrotz machen wir unseren Rundgang weiter. Jetzt muss ich nochmal gucken, was habe ich noch an Akku genau? 33%, naja, dann wollen wir gucken, ob wir damit weiterkommen. So, Mandeln haben wir hier. Wiener Mandeln von Sagliani. Oh Gott. Ja, das kann sich erkennen. Sagliani, das ist auch Gagliani, Entschuldigung. Nehmen wir alles zurück, Gagliani mit G am Anfang. Kann man manchmal auch auf der Kamera besser erkennen als im Realbild. Dann haben wir eine Reisekonditorei. Und das alte Rathaus. Was ist denn los heute? Lesen müsste man können. So, und wir ziehen dann mal. Das müssen wir mal festhalten. Wenn wir eh nicht durchkommen, können wir das auch Fotograf festhalten. So, und weiter geht's für uns. Schokolade macht glücklich, made by Thomason. Ja, das ist ja, also wenn Schokolade glücklich macht, dann muss das so sein. Ne? Leute, das nenne ich mal ein Argument für Umweltschutz. Save the planet, it's the only planet with chocolate. Ja, wenn das mal nicht ein Argument ist. War Hot Dogs und Hamburger haben wir hier noch. Ja, sei mir nicht böse, der Platz ist einfach zu groß, als dass ich alles zeige. Eine Brezelstube, hier haben wir Marzipan, Salzgeömmerung. Brezel mit Marzipan, ich werde schon wieder schwach, Leute. So, von Kohlwiss haben wir hier den Zuckerwagen. Übrigens, hier gibt es auch, gehen wir mal näher ran, ein Highlight was zwischen euch wieder. Mit Popcorn mit Zucker und Zimt. Oder auch Salzpopcorn. Beliebt, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, werde es aber vielleicht mal testen. Ist ja wahrscheinlich eher so eine regionale Sache wieder. So. Karins Kirmeskörbchen. Ja, World of Fantasy. Wie meinst du? Sehr Kirmes-typisch, sehe ich gerade ganz viel. Bei den Mitarbeitern ist rote Klamotten mit gelber Schrift. Also ich bin da wirklich voll im Trend. Ich habe das ja schon seit 2 Jahren. So, von Hoppe, Bratwurst, Champignons, Bratkartoffeln und allerlei Herzhaftes. So, und für den vollen Durchblick beim Verirren ist hier der Kristallpalast. Ich bleibe immer so ein bisschen rechts, aber zeige euch dann auch, was auf der linken Seite ist. Sieht einfach geil aus, ja? Na ja, gucken wir mal. Voll, man kann fast nicht reingucken. Da scheinen Leute drin zu sein, aber man sieht sie nicht, ja? Gut, wo wir gerade hier auf der Seite sind, haben wir hier Junior Giants. Die wollen mal Dosen werfen. Daneben Italien Pasta aus dem Parmesanleib und die süße Oase. Ja, einmal der Reihe nach weg, komm mal her. Und weiter geht's auch nicht mit dem Knusperherzchen, na Knusperhäuschen. So, und dann auch lange nicht gesehen. Ich glaube, das ist schon wieder fast eine Woche her. Müssten jetzt 5 Tage sein. Genau, der Herzmacher. Ja, lange nicht gesehen, 5 Tage sind schon wieder her. Ja, auch da nochmal den Klön gehalten. Ich kann einfach nicht, ja. Ja.
Mathe-Stäbchen. Ja, so, dann haben wir hier was Nächstes. Schießwagen, Neusser Jägerkorps, Schießgilde Neuss, keine Ahnung, ob das der Name ist oder der einfach keinen Namen hat. So, dann, wir bleiben in der Sache treu, Recht hat Priorität. Dennis, Ice Cream Shop. Ich glaube es nicht. Oh, dann haben wir hier XXL-Fleischspieße am Grizzly Grill. Und direkt daneben New York nochmal Dosen werfen. Und ein lecker Knobi-Brot. So, dann haben wir ein Schlössertreff hier als Ausschank. Und dann ein kleines Kind gegenüber ein kleines Kinder. Ein relativ großes Kinderkarussell. Was auch super schön aussieht, muss ich sagen. Aber das gucken wir uns gleich an, weil hier haben wir jetzt den kleinen Breakdance von Bruch stehen. So, keiner mehr? Alles klar, leg mal los hier. Ja, auch die Mitarbeiter fahren hier gerne mal eine Runde, wie wir sehen. So, Freunde. So, und mein Akku gibt immer weiter auf. Das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht mehr die Runde fertig. Ich muss dazwischen nichts tauschen. Guck mal an hier, was das so geiles Teil ist. Da du keine Kinder mal, wo sind die Kinder verdeckt? Wollte ich keine Kinder zeigen, nur Karussells. Ja, das ist, warum ist jetzt keine die beste Möglichkeit? Das ist ein schönes Dreh, ne? Sonst damit das immer schwierig, mit Kinderkarussells zu zeigen. Ja, aber heute geht das. Für die Schauspielerveranstalter leider, für mich zum Glück, weil es einfach noch nicht so voll besucht ist gerade. Ja, Koch Dietrichs Waffelbäckerei. Ja, traditionelles Angebot gemischt mit aktuellen Trends. Ja, ja, Herzen, Waffeln, Mandeln, Berliner. Ja? Ja, super nett, kam eben die Mutter hier an, denn das Kind mit drauf, sag ich da, das ist glaube ich auf einer Szene ganz kurz drauf, wird aber nicht veröffentlicht. Ja, so kann es auch gehen, da muss man nicht den Fass aufmachen, da redet drüber und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wenn Kinder zu erkennen sind, dass sie dann entweder verpixelt werden oder rausgeschnitten werden und ja, in dem Fall kann das einfach rausgeschnitten werden. Wo war ich stehen geblieben? Rapid, ja, verschiedene Raps. Und Schmalhaus Eiskonditorei, der zweite, glaube ich, ne? Und haben wir damals Schlemmerecke mit Bratwein. Also, haben wir da belegte Brötchen? Lasst uns mal gucken. Ich glaube, das ist doch ein Fischbrötchen hier. Ja, genau. Fisch gibt's hier. Und nebenan den gibt es was Fleischiges. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir doch hier vor 2 Jahren in Soest bei dem gegessen. Ja, Mensch, wo ich was Gutes gegessen habe, das vergesse ich nicht. Also kann man, glaube ich, empfehlen. Zentrum von Grüne Limoine. Limoine? Limoine, oh Gott, ja. Ihr wisst, was ich meine. Starshooting. Und für die Kleinen wieder mal hier, das ist ja, kurze Beschreibung,
ein Bus mit Hub mit Rotoren. Davor zwei Krokodile. Was ist es? Die Schwarzwaldhütte habe ich euch unterschlagen. Keine Ausnahme oder irgendwie süße Lokomotive. Und gegenüber zum Schlüssel, der Biergarten, ja, das ist zum Schlüssel, ist das die Hausbrauerei? Ja, Brauerei eines Zelt hier. Übrigens, Ententempel. Wobei bei so viel Essen fällt mir ein, ich sollte mal was essen, ne? Pizzabrötchen. Und Chicago Bulls, Basketball. So, oder hier von Fellerhof, die Geisterstadt. Übrigens auch die Zombie-Gewerkschaft verlangt Pause inzwischen. Ja, sie dürfen leider nicht mehr durch den Schrecken. Ist ja, habe ich ja gestern schon mal erwähnt, die Geisterstadt ist für mich die schönste Geisterbahn, die wir einfach in Deutschland haben, von innen und von außen. Was soll ich sagen? Die neue, weiß ich nicht, hat die eine neue? Und gegenüber haben wir den Schwarzwald-Imbiss. Und daneben von Fruch Excalibur. Hinein ins Reich der Spinne. Und du legst dich wieder in deinen Sarg bis zur nächsten Geisterstunde. Ja, dann werde ich aber wieder mein Umwesen treiben. Ach komm! Aber du, Andreas, noch. Spiel und Spaß für Jung und Alt von Kreuz, Boccio, zum Boccia. Gut, und gegenüber Excalibur. Werden wir nachher auf jeden Fall noch eine schöne Runde drehen, ja? Kommen wir nicht dann vorbei. So, handgedrehte Brezeln haben wir hier noch. Und Ballona, noch eine kleine Ballonfahrt, ja, wie gesagt, den, von Osselmann den Diamond Scooter noch mal von einer anderen Perspektive und von Fuhrmann haben wir noch einen kleinen Kettenflieger. Denn wie du dich verändert, will ich hier nicht gehen. Jo, Diamond Scooter. Und hier den Voodoo Jumper haben wir auch noch stehen. Ja, den Voodoo Jumper, Soundanlage von Kord. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir fangen nochmal an. Da legen wir mal los. Ja, guck mal, da ist Kuckuck. Hallöchen. Jetzt aber sind wir live auf TikTok oder was? Nein, noch nicht, ne? Immer wieder eine gute Laune im Geschäft, aber ich muss jetzt echt einmal zum Auto und den Akku tauschen. Und wir sehen uns dann gleich an dieser Stelle wieder.